You are the chosen few, protectors of our world. This is your time. Und hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, wie ihr schon im Titel gelesen habt, Star Wars Battlefront 2 Helden Showdown Gameplay ist am Start. Und ja, nicht nur das ist am Start, sondern es sind auch noch neue News am Start, die ich noch kurz vorab erwähnen will, bevor das Gameplay richtig startet. Und zwar gibt es nämlich News zu dem Star Wars Battlefront 2 Update, was ja jetzt eigentlich letzte Woche erschienen sein sollte. Das ist ja nicht erschienen, wie alle feststellen konnten. Und es tut mir auch sehr leid, dass ich da keine News jetzt gemacht habe, aber ich habe erstmal, wie ihr gesehen habt, Battlefield 5 wieder ein bisschen gepusht, quasi ein bisschen mehr Gameplay auch ja, rausgehauen, hochgeladen. Ne? Und ja, so kam es halt, dass ich jetzt erstmal keine Zeit habe, da ein Video zu machen. Ich hatte Zeit, aber ich war ehrlich gesagt etwas faul. Und ich dachte mir auch, ja, solange keine Patch-News da sind, mache ich jetzt kein Video. Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch rauskommen. Ich nehme das Video am Donnerstag um gerade kurz nach 17 Uhr auf. Deswegen keine Ahnung, ob noch Patch-News erscheinen zu dem Update, was eigentlich jetzt am Freitag, also morgen, erscheinen soll. Ich werde das Video wahrscheinlich auch am Freitag sehen, deswegen Vorabnahme ist am Start. Ja, falls da noch News erscheinen sollten oder so, haue ich dann noch so ein 4-Minuten-Video raus und dann seht ihr da die News. Ja, auf jeden Fall, es gibt neue News vor, allgemein zu den Patchen von den Helden. Einmal Vader soll genervt werden, dann soll noch ein bisschen genervt werden. Und ja, das so zu den ja, eigentlich Schurken eher, ne? Heroes will ich jetzt nicht sagen, so, aber naja. So sieht es auf jeden Fall aus. Wir haben leider keine weiteren News zu Sachen und also wir haben schon ein paar News, aber ich verlasse mich nicht so ganz auf die Entwickler, da wir alle wissen, ja, in letzter Sekunde wird da mal gerne was geändert und da verlasse ich mich lieber auf die Patch-News, die halt wirklich dann offiziell festgenagelt sind, aber da kann sich auch jederzeit was dran ändern. Aber wie gesagt, fürs Erste ist es halt so leider, dass wir nicht wissen, wann oder wie das Update erscheint und ja, wir müssen mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich bin jetzt erstmal drauf gespannt, was jetzt wirklich passiert, ob das Update wirklich am Freitag erscheint oder doch vielleicht noch eine Woche später. Mal gucken. Auf jeden Fall, Leute, wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Gameplay. Sorry, dass ich euch so lange aufgehalten habe. Und ja, sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Livestream. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und ja, ich freue mich gerne über ein Like und lasst doch auch ein Abo da. Das wäre ebenso nice. Und natürlich auch die Glocke aktivieren. Ich danke euch auch für den Support durch die Likes und die Abos, auch, die ich jetzt erhalten hatte noch in letzter Zeit. Und ja, wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gameplay, wie gesagt. Und ja, wenn euch das Gameplay gefällt, gefällt allgemein so, dann lasst mich wissen durch ein nettes Kommentar. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Livestream. Wie gesagt, ich werde bald am Start sein. Und ja, bin ich mal gespannt, was so abgeht. Aber mal abwarten, wie so oft. Also, ich bin raus. Ciao, ich wünsche euch einen schönen Abend, einen Tag und bis zum nächsten Mal. Meister mehr erwartet.
bist schnell, das muss ich dir lassen. Das werde ich sicher bereuen. Heutiger Match. Ein Titanenkampf durch Terminierung. Werden es Wellen der Bewunderung oder Tränenflüsse? Findet es heraus, wenn die Terrorherrschaft auf euch herunterregnet. Los, Mädchen. Es führt ein vertrautes Licht. Halten Sie aus! Schwerer Verlust für die dunkle Seite. Wofür kämpfen wir heute gleich nochmal? Endlich wird mal richtig gekämpft. Thank you.
Yoda ist gefallen.